Im August 2007 nimmt Dynamo Dresden Abschied von Bernd Jakubowski. Der ehemalige Torhüter war im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Er war unheimlich ehrgeizig, er war besessen, er konnte nicht verlieren. Zu Dynamo kommt der gebürtige Rostocker im Dezember 76. Doch sein Einstand in der Meisterelf misslingt. Der Torhüter patzt, ausgerechnet im Europapokal. Die Schwarz-Gelben scheiden nach seinem Fehler aus. Jakubowski aber beißt sich durch. Ich hatte ja einen riesen Vorteil. Ich war groß, 1,88, war kräftig und habe mich dann im Training gewehrt. Und wenn einer die große Schnauze hatte, mich ärgern wollte, dann habe ich ihm einen auf den Nuss gehauen beim Training. Da kannst du mal einen reinlassen und kannst du mal einen auf die Birne hauen. Oder ziehst mal unten durch oder so. Ne? Und wenn er fragt, warum, kriegt er noch einer. Und da hatte ich so relativ schnell mein Standing gehabt dann. Das war dann okay. 1982 wird er als Pokalheld zum Liebling der Dresdner Anhänger. Im Duell mit dem BFC Dynamo kommt es zum Elfmeterschießen. Bernd Jakubowski und Hans-Uwe Pilz entscheiden das Pokalfinale für die Schwarz-Gelben. 1986 das plötzliche Ende seiner Karriere. Im Europapokalspiel gegen Bayer Uerdingen muss Jakubowski nach diesem Foul vom Platz. Für immer. Ohne den Stammtorhüter wird das Uerdingen-Spiel zum Fiasko. 6 Gegentore in nur 30 Minuten. Wenn man sich das überlegt, in einer halben Stunde, in 33 Minuten haben wir ein Ding vergeigt, wo jede Traktor-Loschwitz her, wo die sagen, das funktioniert gar nicht. Und wenn ihr nur die Balance ausgehauen hättet. Jakubowski kehrt im Jahr 2000 kurzzeitig als Funktionär zu Dynamo zurück. Dann 2006 die Diagnose. Krebs. Unheilbar. Er war gezeichnet von der schweren Krankheit und trotz alledem hat er die Prozesse hier im Verein sehr intensiv verfolgt. Noch. Diesem Verein, meinem Verein, unserem Verein fehlt eine Philosophie, wie man Fußball spielt. Wie man Fußball spielen muss in Dresden. Wir müssen in die erste Bundesliga und müssen unser eigenes Modell schaffen dabei. Nicht Freiburg, nicht Aue, nicht Bayern München. Wir müssen versuchen, von jedem das Beste rauszunehmen, unsere Konturen zu schaffen und dann Dresdner Fußball zu etablieren. 6 Jahre ist diese Aussage jetzt alt und man könnte sie immer noch unterschreiben.